So. Hallo und willkommen zurück zu Let's Retro. Pokémon Rot, ja, und wo hat uns Herr Titan im letzten Mal denn rausgelassen? Wo sind wir hier? Warum sind wir erst hier? Den Trainer hat er schon... Hä? Was? What the fuck? Egal, ich war im letzten Part doch da oben und da musste auch nur drei Trainer machen. Vielleicht hat er schon die halben Mondberg gemacht und mich wieder zurückgeschickt. Ich habe keine Ahnung, was er getan hat. Und wen hat er den Blitz beigebracht? Wer kann Blitz? Gnarf! Warum kann mein Pixie Blitz? Was hat er denn verlernt? Aquaknarre. Warum hat er Aquaknarre verlernt? Boah! Na gut, wir haben Blubstrahl, aber ich wollte Aquaknarre behalten. Och Mann! Oh, Herr Titan. Oh, Herr Titan. Alter. Das gibt doch Rache. Das gibt doch fürchterliche Rache. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber das gibt fürchterliche Rache. So. Ich werde jetzt erstmal meinen Mirabler ablegen. La 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 la. Und dann werde ich mich mal an den Felstunnel machen. Ich freue mir ein Schnitzel. Ich nehme wieder mein Kadabra mit. Kadabra, Kadabra! Ja, weil das Vieh hätte doch bestimmt auch Blitz gekonnt, oder? Hätte das nicht. Was ist denn TM30? Teleport. Ja. Blitz. Kann doch bestimmt Kadabra. Ja. Aber mein Kadabra war wahrscheinlich nicht im Team, deswegen hatte ich gedacht, ach, dann lerne ich einfach mal Pixie. ja. Alter, na warte, das gibt eine Rache, Titan. Das gibt eine fürchterliche Rache. So, mein Kadabra kommt mal da vorne, weil das ist das Level niedrigste. Ibitak ist das Level stärkste, okay. Dann, ja. Okay, das passt schon. Okay. Gut, dann mache ich mich mal an den Felstunnel. Ich freue mir einen Ast ab, echt wahr, weil es ist nervig wie sonst was. So, hier setzen wir erstmal Blitz ein. Da war ja Herr Titan anscheinend schon mal drin. Ich habe keine Ahnung. So, ich setze mal gleich ein paar Schütze ein. Schütze, wie auch immer. So, kann ich ja eigentlich mit dem Fahrrad rumfahren? Wahrscheinlich schon, ne? Denke ich doch mal. La, la, la. Ja, den Trainer hat er auch schon gemacht. Okay. Egal. Ich hinterfrag's einfach mal gar nicht. Nee. Den Trainer hat er auch schon gemacht. Ja, warum nicht? Der verarscht mich halt noch mehr. Ist schon recht. Den hat er auch schon gemacht. Oh, ist das herrlich. Hm, wäre mich einfach trollt, dieser. Oh. Schutz. Hat er den auch schon gemacht? Ja, natürlich. Sag mal. Hallo, warum rennt der dann nochmal raus? Macht das Spaß? Ah, den hat er noch nicht gemacht. Zeig mir, was du drauf hast. Bam, tam, tam, tam. Ein Wanderer möchte kämpfen und ersetzt Macholo einer. Gut, dass ich Kadabra von da habe. Nicht wahr? Nicht wahr? So. Konfusionsattacke. Und? Toad. Wer hätte das nur erwartet? So, ein Onyx. Ja, das ist kein Problem. Pixie. Dass jetzt leider keine Aquaknarre mehr kann. Boah, da habe ich es extra mit der TM beigebracht, ne? Der verlernt's. Alter. Oh. Alter. La 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 la. Ash besiegt Wanderer. Du bist gut. Ja, natürlich bin ich gut. Hat er den da unten schon gemacht? Nein. Aha, dann ist er also bis hierher gekommen. Mein Pummern werde ich das Fürchten lernen. Mein Pummern wird dir das Fürchten lernen. Hallo? Ich habe ein Kadabra von und was hast du? Klei. Oh, Level 5. Ui. Level 25. Interessant. Da. Da, 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 da. Heiligler. Ja, mach das. Ruhig. Das ist kein Problem. Ich konfusioniere dich einfach weg. Ja, haben wir den nächsten Wanderer besiegt? Ich gebe auf. Du bist besser. Ja. Das will ich auch hoffen für dich, dass du aufgibst. So, dann machen wir den Trainer. Ja, das wird eine kampflastige Part. Dieser Tunnel ist verdammt lang. Ja, das wird ein extrem kampflastiger Part. Wenn ich überhaupt in diesem Part durchkomme. Wanderer setzt Kleinsteiner. Ja, dann macht das doch. Kadabra, Kadabra. Konfusion. Das dürfte aber ein One-Hit sein. Ja, natürlich. Level 19. Hallo.
Hadabra erreicht Level 24. Yay. Und ein Macholo-Warm sitzt und Macholo gegen Kadabra ein. Das gibt null Sinn. Aber egal. Wow, Volltreffer. Ja, Kadabra, übertreib's mal gleich wieder. Hast schon recht. Jetzt kommt Kleinstein. Okay, da setze ich... Bisa Knospe ein. Einfach, weil ich's kann. Bisa! Bisa Knospe! Ranke die! Spannend, wann das Vieh endlich mal Rasierblatt lernt. War das 26? Ich glaube schon. Ah, ein Kampf und schon ist es Level 25. Ja, warum nicht? Da kommt den Kleinstein, den magst du jetzt auch noch, dieser Knosp. Das magst du jetzt noch. Zack. Miau. Und weg das Vieh. Wunderbar. Da, 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 da. Oha, das gewonnen. Ja, hast du auch was anderes erwartet, oder was? So, hi. Ich nehme natürlich jeden Trainer mit, natürlich, ne? Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Durchaus möglich, ja. Wanderer möchte kämpfen. Setzt Onyx ein. Okay. Bam, badam, bam. Kadabra, Kadabra. Dip, dip. Und... Oh, reicht. Oh, natürlich ein Volltreffer. Yay. Kadabra ist cool. Kadabra ist cool, wollte ich sagen. So, jetzt kommt da wieder... Also, ich kann heute nicht sprechen. Jetzt kommt aber wieder mein Pixie, wollte ich sagen. Weil die braucht noch Erfahrungspunkte. Pam. Yay. Der Tag ist sehr effektiv. Und ein Kleinstein. Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Lupfstrahl. Zack. In your face. Die Attacke ist sehr effektiv. Da, 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 da. Sachte, wo bin ich? Oh, geht es nach draußen? Keine Ahnung. So, ich stelle aber mal Pixie. Nein. Nein, das war falsch. Ich stelle mal Pixie davon, weil ich weiß, dass der nächste Trainer einen Georock hatte, der da steht. Dam, dam. Ein Mächtiger wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Nö, warum? Quatsch. Vor dir doch nicht, hallo? Ach, einen Kleinstein hat er auch noch. Aber einen Georock hat er auch noch. Die Weiterentwickler vom Kleinstein, natürlich, ne? So, Blumstrahl. Das ist eine schöne Animation übrigens, Blumstrahl, ne? Finde ich echt toll. Pixie erreicht Level 25. Und da kommt das versprochene Georock. Georock, Georock. Pam. So, ich bin mal gespannt, ob ich in diesem Part durch den... Ich gehe mal auf! Ob ich in diesem Part durch den Felstuhl durchkomme, das bezweifle ich, aber egal. So, was kann denn eigentlich Nidoqueen für Attacken? Gehe auf Body Slam. Achso, das hat es bestimmt auf Level 23 gelernt, nicht wahr? Ich denke schon. Ja? Wow, cool, das Vieh kann Body Slam. Das ist cool. Das Vieh hat sich gerade nach vorne katapultiert. Ich glaube, ja, das war auf 23, weil die TM Body Slam, die brauche ich noch für ein anderes Pokémon, was ich mir fange und wir haben keinen Schutz mehr, oder was? Doch, vier Stück. Ich bin bloß zu blind zum Finden. So, hier gab es kein Item. Gab es hier unten? Nein. Okay. Dann, hallo, Göre. Du bist doch bestimmt eine Göre, oder? Andere nehmen Zweige, um ihren Weg zu markieren. Ja, und? Was willst du mir jetzt damit sagen? Ne, Pfadfinderin möchte... Okay, ist keine Göre. Jetzt Bummiluf! Bummiluf! Los, Nidoqueen! Und da setze ich gleich mal Body Slam nach vorne, weil die Attacke ist stärker. Ja. Nun liegt... Oh. La la la! Ich dachte eigentlich, dass Body Slam das Vieh vernichtet, aber gut. Dann halt nicht, ne? Nidoqueen schläft. Dann ratz mal weiter. Schläft immer noch. Das Vieh fudert mich inzwischen tot. So, dann mache ich mal einen Geowurf, damit es auch stirbt. Geowurf. Zack. Wunderbar. Und Taubsi. Mhm. Ja, warum nicht? So, Body Slam. Das wird aber vernichten, oder? Auch nicht. Oh mein Gott. Nidoqueen, ey, was... Warum? Warum, Nidoqueen? Das musst du doch töten. Das musst du doch töten. Ja, ist wenigstens Level 24. Finde ich toll. Finde ich supi. Mauzi. Okay.
Tam, tam, taram, tam. Ich probiere wieder den Body Slam, aber das wird eh wieder nicht reichen, wie ich das Nido Queen kenne. Natürlich. Oh. Bis. Ah. Ist ja in der Generation noch eine normale Attacke. Kein Unlicht wie ab der dritten. Nee, ab der zweiten Generation. Ist Biss schon Unlicht, ne? Ich denke schon, ja. Ich habe mein Bestes gegeben. Dein Bestes ist nicht gut genug, Fräulein. So, hier war kein Item. Habe ich wieder mit Blattgrün verwechselt? War hier oben ein Item? Nein, habe ich wieder mit Blattgrün. Ja, schön. Der Schutz wirkt nicht mehr. Jawohl. Ich sitze aber wieder mal. Dieser Knöst nach vorne, weil der Typ hat. Ja. Ein Schritt. Hat, glaube ich, zwei Georox? Oder war es eins? Eins oder zwei? Ich weiß es nicht. So, flüchten. Und hallo, Trainer. Haha, kannst du mich besiegen? Klar kann ich das, pass auf. Das geht ganz einfach, da setze ich eine Attacke ein, du bist tot. Hallo, Kleinstein. Wäre toll, wenn ich Bisa Knospen noch auf 26 bringen würde, damit es endlich Rasierblatt lernt. Weil Rasierblatt ist geil in der ersten Generation. Ja, sehr geil. So, noch ein Kleinstein. Ja, das hauen wir einfach weg, ne, mit unserem Drachenhieb, weil... Hallo, Kleinstein. Bin ich Drago oder was? Ja. So, noch ein Georog. Ja, wusste ich doch, dass der einen Georog hat. So, an ein paar Trainer kann ich mich dann doch noch erinnern, ne? Von der ersten Generation. Und Level up. Yay! Level 26. Und wir lernen keinen Rankenhieb. Was? Ups! Da ist sonst vieles gut. Okay, was setze ich denn jetzt ein? Da habe ich mich verschluckt. Ich lasse mal wieder Knusch von. Dann setz mal ein Quirlex, cool. Ich möchte auch einen haben. Aber ich glaube, der Typ hatte einen Phlegmon. Ich glaube, der hat einen Phlegmon gehabt. Pokémaniac möchte kämpfen. Boah, ey, das ist schlimm. Wie ich einfach die Trainer noch auswendig weiß. Es gehört eigentlich verboten. Zack. Hat zwar eine Schwäche gegenüber genau das, dieser Knoss, aber naja. Egal. Zack. Wunderbar. Er hat noch... Nee, da muss nicht... Der hat drei Phlegmons. Oh, nee. Hallo, Ibitak. Na? Ibitak! Das kann auch noch keinen Bohrschnabel, ne, Ibitak? Aber Spiegeltricks sehe ich da gerade. Okay. Ja, warum nicht? La, la, da, 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 da. Oh Gott, das zieht ja fast was ab. Ja, vor allem, wenn es zweimal trifft. Ja, es muss fünfmal treffen, Ibitak. Fünfmal! Na los! Na los! Na los! Ja! Auf Befehl! Dankeschön! So. Und noch ein Fle... Oh. Alter! Ist ja in Recht. Mhm. Ist ja recht, wollte ich eigentlich sagen. Da kommen mehr als zweimal. Ach komm, Ibitak. Was soll denn das? Ich schau mal, wie viel Schnabel macht. Zack. Fast viel. Okay, Furienschlag. Und das trifft nicht. Oh, ey. Arr. Furienschlag, na los. Ja, Volltreffer. Es ist natürlich der ganze Furienschlag ein Volltreffer. Es ist auch so ein schöner Bug aus der ersten Generation. Ist toll. Ich bin ja so neidisch. Gut, die hatten, glaube ich, Pflanzenbomben. Wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, Kadabra-Action. Hallo, na? Dam, dam. Huch, komm mir im Dunkel bloß nicht zu nahe. Okay, wenn du das sagst. Pfadfinderin möchte kämpfen, setzt Knofenser ein. Jawohl. Tam, tadam, tam. Konfusion! Das Vieh stirbt nicht. Alter, Kadabra? Warum? Pipi. Ah, Nido Queen, hi. Pipi. Oh, ich mag Pipi. Pipi ist so toll. Echt ein schönes Pokémon. So, Body Slam. Ja, pfund mich nur, ist kein Problem. Ich Body Slam dich einfach nochmal, dann bist du tot. So. Tra la 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 la. Es war zu dunkel. Nee, es war hell genug. Bist einfach bloß zu schlecht. Du bist jetzt Pokémon.
Lass uns kämpfen! Okay. Ich habe an dem Part noch nicht genug gekämpft oder so. Nee. Setz Taubsi ein. Ja, warum nicht? Los, Kadaver, das schaffst du locker und lässig. One hit, one hit, one hit, one hit. Ja. Schön. Kadabra, toll. Ach, Radfahrt, komm. Das konfusionieren wir auch einfach weg, ist doch kein Problem. Hallo. Wir brauchen Gegner und keine Opfer. Ehrlich gesagt. Radfratz, ja warum nicht? Komm. Adabra, übernimm das bitte. Zack. Und noch ein Knuffenser. Ja, von mir aus. Mal sehen, ob das diesmal One-Hit ist. Ja, das ist 3 Level schwächer, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Tra la 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 la. Du bist ein harter Brock. Ey, ich hab doch... Hab ich keinen Schutz ein? Hab ich keinen Schutz ein? Okay. Warum habe ich keinen Schutz ein? What the fuck? Schutz, 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 Schutz. Ja. Hä? War der ausgegangen oder was? Habe ich gar nicht mitbekommen, siehste. Aber wir sind denn so ein Item versteckt. Das ist doch doof. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Ich bin hierher gekommen, weil ich hier durch will. Ja. Setz Mauzi ein. Ja, Mauzi, ja. Das könnte eine Konfusion überleben, wahrscheinlich. Konfusion! Bams, oder auch nicht. So, Myrabla, Myrabla. Da setze ich doch mal Nidoqueen ein. Weil ich möchte die doch noch Level 25 bekommen, eventuell. Das wäre toll. Body Slam. Schnarrelspore hat keine Wirkung. Schön. Also hat nicht getroffen. Schöne Sache. Und Taubsi. Jawohl, warum nicht? Body Slam. Volltreffer! Ist schön gemacht, Nidoqueen. Das hast du toll gemacht. Und es ist nicht Level Up geworden. Alle meine Pokémon wurden besiegt. So, dann bin ich schon in diesem Part durch den Felstunnel gekommen, weil hier geht es nach draußen. Super! Und dann würde ich sagen, ich mache hier nochmal Blitz und lasse dann Herr Titan am Ende von der Tür raus. Und dann würde ich sagen, Leute, das war Let's Retro Pokémon Rot für heute. Den nächsten Part gibt es dann wieder bei Herrn Titanium 70 und den übernächsten Part dann wieder bei mir. Und bis dahin würde ich mal sagen, also dann, bis dann. Ciao, Leute.